Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Kann ich ihn? Sie sind der Manager? Beste Grüße von Don Salieri. War die Kopfwaffe! Ich sehe ihn! Er blutet! Ich sehe ihn! Habe ich dich jetzt!
Los! Aktiv, Aktiv, Aktiv.
ihr ihn auch? Komm raus und kämpf hier drüben! Hat dich im Wissen. Das haltet ihr mir vom Leib! Haltet ihr mir vom Leib! Position, los! Thank you.
ist nicht, wonach es aussieht. Thank you.
die Dächer. Er hat mich im Weg. Schieß während er nachlegt. Auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. So tief wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja. Aber er war auch ein liebender Sohn. Ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Billys engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich habe dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, weil es so übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Kerl hat Billy umgelegt. Sie werden beschuldigt. Holen Sie sich. Bitte! Was hat Billy angerichtet? Hier drüben! Werfe den Molotow!
Diese Stadt! Sie getan? Mord im Hause Gottes! Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater.
verstehen Sie es als göttliche Vergeltung. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten Sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und Sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Da drüben kannst du dich fahren! Umstellt die Kirche von allen Seiten! Lass ihn nicht raus! In den Leichtwagen, los! Ist das dein Ernst? Hat Räder, oder? Klar, wir können weitersuchen, aber die Cops sind überall! Die nehmen ja kein Ende! Verdächtiger fliegt in einem Leichenwagen. Wiederhole, Leichenwagen! Okay, das lief heute nicht wie erwartet. Fahr einfach, oder wir fahren bald hinten mit. Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja. Alles. Verdächtige sind in der Innenstadt untergetaucht. Wir verstehen. Achtung, Straßensperre in Position. Da! Schnappt ihn euch! Ja, nehmt die Wald auf? Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Schütteln Sie ab! Ich versuch's! Straßensperre in Position. Wasser!
Okay, wir sind sie los. Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Ghilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. Sie können gehen. Für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß. Aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach.